Die Präsidenten der USA und Chinas haben ein ungewöhnlich langes Telefongespräch miteinander geführt. Mehr als 2 Stunden lang sprachen Biden und Xi nach Angaben ihrer Büros unter anderem über den Taiwan-Konflikt. Diese Insel betrachtet China als abtrünnige Provinz. Xi warnte Biden wörtlich vor einem Spiel mit dem Feuer. Unbestätigten Meldungen zufolge soll die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Pelosi einen Besuch in Taiwan planen. Militärübung diese Woche an der Küste Taiwans. Wie jedes Jahr simulieren die taiwanischen Streitkräfte die Verteidigung ihrer Insel gegen einen möglichen Angriff durch die Volksrepublik China. Denn immer wieder dringen von dort Kampfflugzeuge in den Luftraum ein. Die angespannte Lage ist auch Thema des Telefonats zwischen Staatsführer Xi Jinping und US-Präsident Biden gestern Nachmittag. Die Vereinigten Staaten lehnen einseitige Bestrebungen zur Änderung des Status quo oder zur Untergrabung von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan entschieden ab. China dagegen sieht die USA als Aggressor. Ein möglicher Besuch von der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Pelosi in Taiwan wird in China als Provokation empfunden. Denn die USA, wie auch alle EU-Länder, erkennen Taiwan nicht als unabhängigen Staat an. Besuche von hochrangigen Politikern waren jahrzehntelang ein Tabu. In den chinesischen Abendnachrichten liest ein Sprecher die Pressemitteilung der Regierung vor. Wer mit dem Feuer spielt, kann sich verbrennen. Ich hoffe, die USA verstehen das. Eine deutliche Warnung an Washington. Der völkerrechtliche Status des demokratisch regierten Taiwan ist umstritten. Nur 14 Länder weltweit erkennen die Insel als eigenen Staat an. Deutschland wird der Ukraine weitere Panzerfahrzeuge liefern. Konkret handle es sich um 16 Brückenlegepanzer vom Typ Biber, teilte das Bundesverteidigungsministerium heute mit. Mit ihnen können die ukrainischen Soldaten Hindernisse und Gewässer überwinden. 6 Biber sollen noch in diesem, 10 weitere dann im kommenden Jahr geliefert werden. Das ergänze die Militärhilfe wie die Lieferung von Panzerhaubitzen oder Gepard-Panzern. Rechtzeitig vorsorgen und Energie sparen. Damit soll Deutschland gut durch den Winter kommen angesichts eines möglichen Gasmangels. Dazu beitragen sollen auch strengere Regeln zum Auffüllen der Gasspeicher, die seit heute gelten. Demnach müssen die Speicher zum 1. September zu 75% befüllt sein. Bis November sollen es dann 95% sein. Auf Industrie und Haushalte kommen deutlich höhere Kosten zu, nicht zuletzt auch wegen der geplanten Gasumlage. Aus altem Glas entsteht Neues, das braucht viel Energie. Heißt, hier im thüringischen Schleusingen sind sie auf Gas angewiesen. Die Angst ist groß, die Kosten irgendwann nicht mehr tragen zu können. Der Bundeswirtschaftsminister kann nicht viel versprechen, hält es aber für nötig, den energieintensiven Unternehmen länger zu helfen. Das müsse die EU möglich machen. Natürlich geht es nicht darum, keine Mehrbelastung zukommen zu lassen, sondern das Überleben der Industrie in schwierigsten Zeiten zu sichern. Und da haben wir einen schwierigen Winter vor uns und einen nächsten Winter vor der Brust. Das gilt nicht nur für die Industrie, sondern auch für Privathaushalte. Denn die sollen über die Gasumlage an steigenden Kosten beteiligt werden. Das bedeutet mehrere hundert Euro Mehrkosten pro Haushalt und Jahr. Die Opposition fordert, die Bundesregierung müsse konkret sagen, wie den Bürgern geholfen werden kann. Es droht eine soziale und wirtschaftliche Schieflage, weil die Belastungen, damit die sehr konkret werden, die sollen bald kommen. Aber die Entlastung bleibt schwammig. Wir wissen nicht, was kommt. Es soll irgendwann kommen. Die Linke fordert, den Gaspreis zu deckeln und auch die Kosten zu verteilen. Wir haben gestern Zahlen gehört, dass RWE und Shell Milliardengewinne gemacht haben. Shell hat den Gewinn verfünffacht. Und dann würde ich doch sagen, sollte man nicht eher dann gucken, dass man diese Übergewinne der Konzerne besteuert und die Gaskunden eher entlastet? Noch fließt Gas in die Speicher. Im Moment sind sie zu 67,5% im Durchschnitt gefüllt. Die Bundesregierung bleibt bei ihrem Ziel von 95% bis November. Doch die Angst, dass zu wenig Gas fließt, ist da. Da kann auch die Bundesnetzagentur wenig tun. Der Chef Klaus Müller blickt wenig optimistisch in die Zukunft. Kommt die Gasmangellage, wird er entscheiden müssen, welche Unternehmen noch Gas bekommen. Müller sagte dem Spiegel, dann werde er keine guten Entscheidungen treffen können.
Die Corona-Sommerwelle wird nach Einschätzung von Experten weiter durch Deutschland rollen. Es sei mit noch mehr Fällen und auch mit mehr intensivmedizinischen Behandlungen zu rechnen, so das Robert-Koch-Institut. Weiterhin sei eher eine Seitwärtsbewegung als ein sinkender Trend zu beobachten. Gesundheitsminister Lauterbach kündigte im Social Life des ARD-Hauptstadtstudios ein Maßnahmenpaket für den Herbst an. Schulschließungen seien aber nicht mehr vorgesehen. Die ständige Vertretung in Berlin. Eine Kultkneipe, oft besucht von politischer Prominenz. Doch auch vor diesen Türen hat das Coronavirus keinen Halt gemacht. Dennoch sieht Gastwirt Bubinger diesem Herbst gelassen entgegen. Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 607 Covid-19-Fällen pro 100.000 Einwohner. Bundesgesundheitsminister Lauterbachs Prognose für den Herbst ist weniger düster als noch vor einigen Wochen. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt werden wir kein Killer-Virus bekommen. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Dennoch rechnet er mit Blick auf die momentan dominante BA5-Variante mit großen Problemen. Schon jetzt werde eine Reihe von Maßnahmen diskutiert. Eines schließt Lauterbach allerdings aus. Ich finde es nicht gut, wenn aus laufenden Verhandlungen nicht vorgetragen wird. Aber hier mache ich mal eine Ausnahme. Also die Möglichkeiten für Schulschließungen wird es nicht mehr geben. Eine klare Einschätzung der tatsächlichen Lage für den kommenden Herbst wäre jedoch wichtig. Ob der Ausschank hier dann weiterhin so entspannt bleibt, steht bislang noch auf der Kippe. Corona hat auch die Inflation angetrieben. Im Euroraum ist sie auf den Rekordwert von 8,9% gestiegen. Und gleichzeitig meldet das Statistische Bundesamt heute, dass die Konjunktur in Deutschland stagniert. Klaus Rainer-Jackisch in der Frankfurter Börse. Was bedeutet das alles für die Wirtschaftsentwicklung? Das bedeutet, dass wir jetzt in der Tat in der Phase der befürchteten Stagflation sind. Das heißt, die Wirtschaft sich stagniert bei gleichzeitig sehr hoher Inflation. Das führt tendenziell dazu, dass die Konsumenten sich zurückhalten, also weniger einkaufen, weniger Geld ausgeben. Das heißt, die Nachfrage bei Unternehmen sinkt. Sie werden auch weniger produzieren, weil es einfach zu teuer ist. Und das alles schwächt natürlich die Konjunktur und könnte zu einer Rezession, also zu einer abflachenden Konjunktur mit möglicherweise auch höherer Arbeitslosigkeit führen. Unterbrechen kann man diese sehr schwierige Situation nur, indem man die Inflation massiv bekämpft und sie deutlich senkt. Die Europäische Zentralbank ist dementsprechend nach Ansicht vieler Experten hier besonders gefordert, aber auch die Politik, denn einen Teil dieser Inflation kriegt man natürlich nur mit fiskalpolitischen Maßnahmen in den Griff, weil etwa zum Beispiel die Inflation, die durch den Krieg ausgelöst wird, mit geldpolitischen Mitteln der Notenbank nicht zu bekämpfen ist. Am Frankfurter Aktienmarkt hat das heute allerdings wiederum keine große Rolle gespielt. Der deutsche Aktienindex sehr kräftig in der Pluszone bei 13.476 Punkten, 193 mehr als gestern. Das liegt an guten Abschlüssen vieler Hightech-Unternehmen wie Amazon oder Apple. Das treibt die Kurse hier hoch, wie übrigens auch gute Abschlüsse und die Rekordgewinne bei den Mineralölkonzernen. Klaus Rainer-Jackisch, danke schön. Der deutsche Arbeitsmarkt ist bislang weitgehend unbeschadet durch die Energiekrise und die hohen Preise gekommen. Zwar stieg die Zahl der Arbeitslosen im Juli, dies liegt aber vor allem an der Erfassung ukrainischer Flüchtlinge in der Statistik. Insgesamt waren im vergangenen Monat 2.470.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 107.000 mehr als im Vormonat und 120.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 5,4%. Ja, soweit die Zahlen. Gleichzeitig aber kaum eine Branche in Deutschland, die nicht händeringend Fachkräfte sucht, ob Handwerker oder Ingenieure, Kellner oder Köche. Die Personalnot ist so groß, dass immer mehr Betriebe und Unternehmen nach alternativen Möglichkeiten suchen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Experten aus Politik und Wissenschaft betonen bereits seit längerem, ohne mehr qualifizierte Zuwanderung werde der deutsche Arbeitsmarkt nicht auskommen. Die Fachkräfte fehlen überall. Jedes Jahr etwa eine halbe Million, sagen Forscher vom Institut der deutschen Wirtschaft. Tendenz steigend. Wir sehen, dass jede dritte Stelle mit inländischem Potenzial, also mit inländisch Beschäftigten, nicht mehr besetzt werden kann. Das heißt, dass es eben auch total wichtig ist, den Blick ins Ausland zu werfen und hier zu gucken, ob wir Fachkräfte nach Deutschland bekommen können. Aber Arbeitnehmer im Ausland zu rekrutieren ist nicht einfach. Die IT-Firma Netigo fand ihren Programmierer aus Vietnam über das Projekt Hand in Hand von den Industrie- und Handelskammern. Das sucht gezielt nach Fachkräften in Brasilien, Indien und Vietnam. Seit 2020 macht das Fachkräfteeinwanderungsgesetz das möglich. Kompliziert ist es aber immer noch. Das geht nicht so, dass man innerhalb kürzester Zeit Fachkräfte aus dem Ausland holt und dann hier in Deutschland ohne Probleme integrieren kann. Das heißt, das muss man abstimmen, da müssen wirklich die Zahnrädchen ineinander greifen.